Gut. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten heute die Befragung des unabhängigen Sachverständigen Kurt Graulich im Untersuchungsausschuss. Herr Graulich ist vom Untersuchungsausschuss beauftragt worden, die Selektorenlisten, die kritischen Selektorenlisten zu sichten, die wir als Parlamentarier von der Bundesregierung selber nicht bekommen haben. Ich muss im Ergebnis festhalten, Herr Graulich hat uns einen sehr umfassenden öffentlichen Bericht und einen noch etwas umfassenderen eingestuften Bericht vorgelegt, und das war die Grundlage für die heutige Befragung. Und Herr Graulich hat sich in seiner Arbeit als ein unabhängiger Kopf bewiesen. Ich glaube, diejenigen, die heute dieser Befragung gefolgt sind, können das bestätigen. Herr Graulich hat in vielen, vielen Punkten zunächst einmal auch deutlich gemacht, dass der Umgang mit den Selektoren im BND in vielen Bereichen mangelhaft gewesen ist. Er hat das durchaus sehr komplex in den Rahmen gestellt, was das für Konsequenzen hatte in der Anwendung des MOAs, der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir vorfinden. Und dann eben bei der besonders kritischen Frage, was bedeutet das bei der Prüfung deutscher Interessen? Da sage ich auch ganz offen, da werden wir mit Herrn Graulich noch einmal in eine eingestufte Vernehmung auch gehen müssen, weil wir hier weitergehende Fragen an ihn haben. Das wird heute nicht sein können aufgrund der weiteren Zeugenplanung, aber wir werden dann nochmal einen eigenen Termin mit Herrn Graulich machen zu diesem Thema, wo wir ihn in eingestufter Sitzung befragen werden. Aber insgesamt lässt sich festhalten, aus meiner Sicht, die Beauftragung von Herrn Graulich hat sich gelohnt, weil wir diese Ergebnisse, die wir jetzt vorgelegt bekommen haben, in dieser Zeit so nicht hätten bekommen können. Sie alle wissen, die Bundesregierung hat sich geweigert, das Ganze dem Untersuchungsausschuss, den Parlamentariern selber vorzulegen. Das heißt, die einzige Alternative im Vorgehen wäre gewesen, hier auf ein Urteil aus Karlsruhe zu warten. Und wir wissen auch, dass wenn man so eine Klage einreicht, dass ein solches Urteil dann nicht vor 1,5 Jahren ergangen wäre. Die Opposition hat diesen Schritt jetzt gemacht und wir werden auch abwarten, wie das ausgeht. Aber der Weg mit Herrn Graulich hat zumindest dazu geführt, dass wir jetzt ganz konkrete Ergebnisse für unsere politische Beurteilung vorliegen haben. Ich möchte auch festhalten, dass das, ich denke mal, im Rahmen der Arbeit von Untersuchungsausschüssen im Geheimdienstkontext eine weitestgehende Transparenz ist. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wir reden hier über Selektoren, die durchaus aus Kooperation mit anderen Diensten kommen. Die entsprechenden Argumentationsmuster, dass man so etwas konsultieren muss, sind allgemein bekannt. Und das bedeutet eben auch, dass Herr Graulich im Auftrag des Parlaments hier Zugang zu diesen Selektoren hatte und zwar einzelne Selektoren nicht benennen kann, aber gleichwohl uns die Typologien und auch die Qualität und die Quantität schildern kann, ist eine weitestgehend große Transparenz. Und ich denke, das ist ein guter Schritt für unsere politische Beurteilung. Wir als SPD-Bundestagsfraktion sehen uns in unseren Vorschlägen bestätigt, dass es jetzt dringend eine BND-Reform bedarf. Wir dürfen da nicht abwarten bis zum Ende der Legislaturperiode, sondern wir müssen die rechtlichen Grundlagen für die Routineverkehrsüberwachung des BNDs jetzt neu regeln. Da ist das Bundeskanzleramt in der Pflicht, da ist auch unser Koalitionspartner in der Pflicht. Ich glaube, die Befragung hat heute deutlich gezeigt, dass man auf Seiten der CSU und der CDU immer noch sehr verhalten damit umgeht. Wir glauben, das kann nicht so weitergehen. Wenn man diesen Zustand, diesen ungeregelten Zustand und diesen unkontrollierten Zustand bei diesem wichtigen Tätigkeitsbereich des BND weiter hinnimmt, dann wird er mit jedem Tag, wo das andauert, immer rechtswidriger, und das ist nicht zu akzeptieren. Die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch. Jetzt muss der Gesetzgeber handeln, und deswegen denke ich mal, ist das auch heute ein wesentliches Zeichen an unseren Koalitionspartner und auch an das Bundeskanzleramt, dass wir hier endlich aus den Pötten kommen. Die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch, sagen Sie. Ist es nicht dennoch ein Makel des gesamten Verfahrens, dass Sie die Inhalte der Selektoren nicht kennen, dass Sie nicht wissen, wer und was ausgespäht wurde? Ich selber könnte mir auch vorstellen, genau zu wissen, welcher Selektor da ist, welche E-Mail-Adresse, welche Telefonnummer in diesen Listen ist. Ich sage nur eines, man muss Neugierde und die Frage, was brauche ich für eine politische Bewertung, auseinanderhalten.
Wenn ich hier eine politische Bewertung abgeben möchte, dann muss ich wissen, in welchem Umfang waren zum Beispiel Grundrechtsträger, deutsche Grundrechtsträger betroffen. In welchem Umfang sind beispielsweise bei diesen Selektoren eingesetzt worden, die gegen europäische Partner, europäische Regierungen, europäische Institutionen gerichtet waren. Da reicht es eigentlich für meine Bewertung aus, wenn ich die Quantität und Qualität weiß, wenn ich weiß, wie viel in welchem Umfang wurde gemacht. Und meine Schlussfolgerung daraus ist klar, wir müssen jetzt eine Reform angehen. Es ist nicht Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes, weder selbst noch in Kooperationen mit anderen Diensten europäische Institutionen und Partner auszuspähen. Und der Bundesnachrichtendienst ist auch in der Pflicht, alles zu tun, damit der Grundrechtsschutz deutscher Bürgerinnen und Bürger und deutscher Unternehmen nach dem Stand der Technik gewährleistet wird. Da kann man sich nicht nur auf Vorwahlen und Top-Level-Domains wie .de verlassen, da muss man schon einen Schritt weiter gehen. Und deswegen denke ich, bedarf es jetzt hier grundlegender Reformen. Aber einen Schritt weiter zu gehen, Herr Fiesig, Herr Graulich hat es eben angeführt, es gibt viele Selektoren, bei denen er selber gar nicht einschätzen kann, was die denn tatsächlich bedeuten, nämlich diejenigen, bei denen er nur eine Nummer zum Beispiel hat, wo er nicht einfach mal über eine Bestandsdatenauskunft herausfinden kann, zu wem die gehören. Letzten Endes das Privathandy von Angela Merkel oder das sogenannte Privathandy von Angela Merkel, das hätte er jetzt ja nicht einmal gefunden. Also warum zeigen Sie sich dann damit zufrieden? Die Tatsache, dass wir bei vielen Selektoren offensichtlich keine Begründung haben, also Selektoren, die von den Amerikanern geliefert worden sind, ohne jede Begründung, was sich eigentlich hinter dem jeweiligen Selektor, hinter einer Telefonnummer oder hinter einer IP-Adresse verbirgt, zeigt doch eines sehr deutlich, dass vom Ansatz her auf der Operationsebene dieser Kooperation schwerwiegende Organisationsmängel zu erkennen waren und die haben sich über die gesamte Laufzeit fortgesetzt. Man hat die Selektorenprüfung, und das ist mein Eindruck, den ich nach anderthalb Jahren hier ziehe, man hat die Selektorenprüfung nicht ernst genommen in der Weise, obwohl es sich hier um eines der sensibelsten Themen innerhalb dieser Kooperation handelt. Wir wissen aus den Akten, dass teilweise davon gesprochen wurde, dass dieses Thema geeignet ist, dem BND, wenn das alles öffentlich wird, die Legitimationsgrundlage zu nehmen. Gleichwohl hat man, wenn man sich die Arbeit der Abteilung technischer Aufklärung anschaut und der jeweiligen Unterabteilung, in keinster Weise diese Sorgfalt an den Tag gelegt. Und selbst dann, als es kritischste Selektoren gab, die man gefunden hat, hat man es nicht für notwendig erachtet, das Ganze an die Hausspitze, an den Präsidenten und dann auch weiter an das Bundeskanzleramt zu melden. Das zeigt, wir haben schwerwiegende Organisationsmängel und wir haben in Teilen des BNDs sogar ein Organisationsversagen. Und das bedeutet, wir müssen diesen ganzen Bereich aus dem Graubereich rausholen. Wir müssen ihn einer rechtlichen Grundlage zuführen und einem umfassenden Kontrollregime zuführen. Das kann nach meiner Ansicht nach vor allen Dingen durch die G10-Kommission erfolgen, die allerdings für diese Aufgaben auch erheblich ertüchtigt werden müsste mit Sach- und Personalmitteln. Anders ist das gar nicht zu bewerkstelligen. Vielen Dank. Sabine? Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute hier eine denkwürdige Sitzung erlebt. Versprochen wurde uns das Gutachten einer unabhängigen Vertrauensperson. Wir haben kein Gutachten bekommen, sondern einen behördlichen Bericht aus dem Bundesnachrichtendienst. Herr Graulich hat diesen verfasst, umgeben von BND-Mitarbeitern, mit BND-Juristen, mit Zeugen, die wir hier gehört haben. Und das ist eine Falschetikettierung. Wenn Herr Graulich das Vertrauen genießt, dann das eben des Bundesnachrichtendienstes, nicht aber das Vertrauen des Parlaments hier. Und das ist insofern ein ganz erheblicher Mangel im Hinblick auf das Aufklärungsinteresse dieses Untersuchungsausschusses. Der Bericht ist insofern auch schädlich, weil dort Sachverhalte falsch, das heißt aus BND-Sicht dargestellt sind, wie sie hier in Zeugenaussagen und auch in Aussagen des Präsidenten Schindler sich nachweislich nicht abgespielt haben. Und die Ausführungen zu den Selektoren selbst sind irreführend.
Es gibt Tabellen, da steht, dass Grundrechtsträger im EU-Ausland null Selektoren vorhanden gewesen wären. Tatsächlich ist es so, dass bei dieser 40.000er-Liste eine Vielzahl von Selektoren war, die man überhaupt nicht zuordnen konnte. Insofern weiß man nicht, wer davon betroffen war. Und woran der Gesamtbericht krankt, das ist eben, dass man die 14 Millionen Selektoren, die der BND einfach gesteuert hat, über Jahre gesteuert hat und wo die Filtermechanismen nicht gegriffen hat. Auch die konnte man schon 2013 nicht zuordnen und ganz offensichtlich hat Herr Graulich sie auch nicht zugeordnet. Und da liegt sozusagen des Pudels Kern. Es steht im Raum, dass hier eben millionenfacher Grundrechtsverletzungen eine Rolle gespielt hat, weil man eben nicht überprüft hat, was eigentlich mit diesen amerikanischen Selektoren genau passiert ist. Die Geschichte, die man jetzt aus den Medien erfährt im Hinblick auf die deutschen Selektoren, lässt erahnen, dass da viele Dinge im Argen liegen. Und insofern hat uns dieser Bericht hier nicht weitergeholfen, vielleicht nur insofern, als dass wir ermessen können, wie gigantisch der Schmutzhaufen unter dem Teppich des Bundesnachrichtendienstes ist. Herr von Notz, können Sie noch mal ganz präzise sagen, was genau Sie kritisieren am Zustandekommen und an der Art und Weise, wie Herr Graulich vorgegangen ist bei diesem Bericht? Das Problem ist, ein unabhängiger Gutachter hätte sich nicht in die BND-Zentrale umgeben von BND-Mitarbeitern setzen dürfen und dann unter Orchestrierung des Bundeskanzleramts einen solchen Bericht verfassen. Wir haben in diesem Bericht Abschnitte, die aus alten BND-internen Gutachten 1:1 abgekupfert sind, ohne dass das gekennzeichnet wäre. Das kann man einfach nicht als ein unabhängiges Gutachten bezeichnen. Herzlichen Dank. Herr Dr. Graulich sollte als unabhängiger Gutachter das Einsichtsrecht der gewählten Bundestagsabgeordneten ersetzen. So hat er es selber aufgeschrieben. Diese Ersetzung ist durch dieses Werk, was er vorgelegt hat, nicht möglich. Es handelt sich hier um ein sogenanntes Gutachten, bei dem der Bundesnachrichtendienst ganz entscheidend mitgeschrieben hat. Sogar die Schreibkraft hat der Bundesnachrichtendienst gestellt. Wir können feststellen, dass der Gutachter ein Gutachten erstattet hat, entgegen bisherigen Erkenntnissen in dieser Beweisaufnahme. So hat der Gutachter beispielsweise festgestellt, dass Teile der Selektoren nicht im sogenannten kabelvermittelten Verkehr eingesetzt worden sind. Wir haben in der Beweisaufnahme das Gegenteil festgestellt, weil die NSA offenbar immer dieselben Selektoren weltweit benutzt. Die denken sich nicht dauernd Millionen von Selektoren wieder neu aus. Und auch an einem anderen Punkt widerspricht das Gutachten des Sachverständigen Erkenntnissen in der Vernehmung hier durch den Untersuchungsausschuss. Und man kann abschließend nur sagen, die Koalition muss ihren Widerstand aufgeben. Wir müssen die Akten sehen, sonst können wir eine zuverlässige Bewertung nicht vornehmen. Wenn die Koalition sich dazu nicht durchringt, wird das Bundesverfassungsgericht sie hoffentlich eines Besseren belehren. Ja, nach der heutigen Einvernahme des Sachverständigen Graulich bleiben wir bei dem Fazit, das wir auch heute Morgen schon gezogen haben. Dieses als unabhängig bezeichnete Gutachten erfüllt in keiner Art und Weise die Voraussetzungen, hier für die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses tauglich zu sein. Wenn man so will, hat sich Herr Graulich heute, und das ist bedauerlich für seine Person, zum Durchleiter der BND-Meinung hat machen lassen und jegliche Sorgfaltspflicht auch in der Abfassung seines Gutachtens vermissen lassen. Dazu hätte gehört,
dass er nicht nur die Zeugenvernehmungen zu den Selektoren, die wir hier durchgeführt haben, im Vorfeld zur Kenntnis nimmt, sondern eben auch kontroverse Rechtsauffassungen zur BND-Praxis im Vorfeld sich aneignet. Aber er hat das Gegenteil durchgeführt. Er hat nicht nur sich von BND-Mitarbeitern Textteile anfertigen lassen, sondern eben auch an zentralen Stellen tatsächlich seinen Auftrag verlassen. Er sollte uns nämlich mitteilen, so wollte es wenigstens der Teil der Untersuchungsausschussmitglieder, die den Auftrag formuliert haben, ob in den Selektorenlisten der NSA es zu Rechtsverstößen gekommen ist. Dazu gibt es aber keine Auskunft. Und wie wir vorhin erfahren haben, konnte er dies auch gar nicht prüfen, weil er außerhalb der E-Mail-Adressen überhaupt keine Kenntnis dazu hat, welche Person, Institution oder Unternehmen tatsächlich durch die NSA-Spionageziele ins Visier geraten sind. Das ist aber die zentrale Frage. Wir untersuchen als parlamentarische Kontrolleure natürlich Rechtsverstöße der Exekutive. Wir sind keine Enquete-Kommission, die im Endeffekt, sage ich jetzt mal, Gesetzesvorschläge einer Fraktion hier zu beurteilen hat, ob man das BND-Gesetz novellieren muss, sondern wir kontrollieren Behördenhandeln. Und zu der Kontrolle des Behördenhandels gehören zwei zentrale Fragen. Einmal ist der Straftatbestand des Eingriffs in das Kommunikationsgeheimnis erfüllt, das ist die eine Frage. Und zum anderen ist der Straftatbestand der geheimdienstlichen Agententätigkeit erfüllt, das ist die zweite Fragestellung. Und zu diesem Problem schweigt sich Herr Graulich aus. Stattdessen kriegen wir ellenlange Ausformulierungen zum Memorandum of Agreement. Das ist aber eine untergesetzliche, vertragliche Bindung von zwei Geheimdiensten, die uns als Gesetzgeber, ich sage es mal sehr deutlich, nicht in dem Maße interessiert, wie ob hier in die Grundrechte von deutschen Bürgern und Bürgerinnen eingegriffen wurden. Das muss die zentrale Frage sein. Und zu dieser Frage hat Herr Graulich uns heute überhaupt nicht weitergeholfen. Und wir werden diese Frage tatsächlich auch nur klären können, wenn der Ausschuss diese Selektorenliste bekommt. Und deswegen bleiben wir bei unserem Klagebegehr auch in Karlsruhe und hoffen, dass dort entsprechend unserem Antrag auch entschieden wird. Wie schätzen Sie die technische Kompetenz des Berichts oder Herrn Graulich ein? Die technische Kompetenz von Herrn Graulich orientiert sich an den technischen Vorlagen, die der BND ihm gegeben hat. Das betrifft insbesondere die Fragen, auf welche Erfassung sich die NSA-Selektoren bezogen. Er spricht ja weiterhin davon, dass lediglich Satellitenüberwachung Gegenstand sozusagen des Einsatzes der NSA-Selektoren war. Das ist natürlich abwegig, weil wir wissen insbesondere, dass der Kabelansatz Iconal bei der Deutschen Telekom in Bad Aibling verarbeitet wurde durch NSA-Selektoren. Und zum Zweiten glaube ich, dass seine Aussagen zu den Telekommunikationsmerkmalen, also so den verschiedenen Kennwerten, über die die Suberfassung läuft, sich tatsächlich an dem orientiert, was der BND weiß oder ihm gesagt hat, aber er hat darüber hinaus offenbar nicht die Expertise von anderen, auch Sachverständigen, eingeholt, die ja offenkundig sind. Wir hatten ja zum Beispiel den Zeugen Landefeld von DKIX hier oder Ähnliches. Man kann ja die Zeugen oder die Sachverständigen benennen, die einem dann auch helfen, wenn man selbst von den Dingen keine Ahnung hat. Davon hat er keinen Gebrauch gemacht. Und deswegen ist das ein Gutachten, was man zu Recht tatsächlich als behördlichen Bericht bezeichnen muss des Bundesnachrichtendienstes und nicht als unabhängige sachverständige Stellungnahme. So. Ja, guten Abend. Zunächst darf ich zum Verfahren insgesamt feststellen, dass wir hier ein sehr schnelles Ergebnis bekommen haben, mit dem gewählten Verfahren die Selektorenlisten durch eine unabhängige sachverständige Vertrauensperson einsehen zu lassen. Ich glaube, auf anderem Wege hätten wir diese Schnelligkeit nicht erreicht und vor allem nicht dieses transparente und der Öffentlichkeit zugängliche Ergebnis in Form eines offenen Gutachtens, das doch sehr umfangreich und dezidiert zu den genannten Fragestellungen auch Stellung nimmt. Die von der Opposition im Vorfeld erhobenen Vorwürfe, es handelt sich bei Herrn Dr. Graulich nicht um einen unabhängigen Sachverständigen, haben in der Befragung nicht verfangen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es sich doch um einen unabhängigen Kopf handelt. Er hat klargemacht, dass er jederzeit Herrschaft über sein Gutachten hatte und in dem Gutachten diese Dinge festgehalten sind, die auch er dort festgehalten haben möchte. Die wichtigsten Feststellungen bzw. Handlungsempfehlungen, die sich aus dem Bericht von Herrn Graulich und jetzt auch eben aus seiner sachverständigen Einvernahme ergeben, sind aus meiner Sicht, dass man die Filtertechnik, die Filterungssysteme dadurch stärken muss, indem man dort mehr Personal einsetzt, um vor allem die zweite und die dritte Stufe des DAFIS-Filters zu
aufzubauen, indem man dort Suchbegriffe einstellt, die dort dann am Ende auch die unzulässigen Selektoren herausfiltern. Und zum Zweiten, dass man darauf achtet, dass in einer Zusammenarbeit mit einem ausländischen Nachrichtendienst man die Dinge, die nachrichtentechnisch verwendet werden, nämlich Selektoren, auch vollumfänglich versteht. Es wurde ja festgestellt, dass es Begründungen für einzelne Selektoren gab, die der BND jedoch nicht lesen konnte. Und sowas muss in Zukunft in einer Zusammenarbeit mit einem ausländischen Nachrichtendienst natürlich sichergestellt sein, dass die Dinge, die eingesetzt werden, auch vollumfänglich vom BND verstanden werden können. Ansonsten hat er sich ja auch dezidiert zu rechtlichen Fragestellungen Gedanken gemacht. Es hat sich auch dadurch ergeben, dass er ein unabhängiger Sachverständiger ist, indem er selbst sich eine eigene Meinung gebildet hat. Er hat sich mit der BND-Rechtsauffassung auseinandergesetzt, mit den ansonsten im Streit stehenden Theorien und hat sich eine eigene Meinung gebildet. Und auch dadurch ergibt sich aus meiner Sicht, dass er unabhängig an die Gutachtenserstellung herangegangen ist. Im Ergebnis ist für uns die parlamentarische Kontrolle über die Nachrichtendienste personell weiter zu stärken und sind Klarstellungen an den Befugnisnormen des BND auch vorzunehmen. Klarstellung heißt aber in dem Fall für uns nicht die Begrenzung, sondern lediglich klarstellende Regelungen. Frau Wagen, sind Sie denn jetzt tatsächlich zufrieden mit dem, was er herausgefunden hat zu den konkreten Selektoren, die er untersucht hat? Reicht Ihnen das oder sagen Sie, eigentlich müsste man jetzt nochmal nachgehen und schauen, ob man nicht doch noch mehr dazu herausfinden kann? Es hätte ja zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, mit den Daten, die ungeklärt sind, im Zuge der Spionageabwehr zum Verfassungsschutz zu gehen, der wiederum eine Bestandsdatenauskunft sich einholen darf und Ähnliches. Also es gäbe ja theoretische Möglichkeiten, zumindest damit weiter umzugehen. Ich glaube, er hat sich sehr umfangreich mit den Selektoren befasst. Er hat es sehr detailliert auch aufgeschlüsselt, welche Listen es gibt, welche Selektoren es gibt, welche Selektorentypen es gibt, in welchen Bereichen es welche Verstöße, sage ich mal, gegeben hat. Und ich denke, diesen Aufwand, den er betrieben hat, kann der Ausschuss natürlich nur sehr schwer betreiben. Und das Ergebnis, das vorliegt, ist aus meiner Sicht eine gute Grundlage, den Sachverhalt bewerten zu können. Und er hat ja auch als letzten Satz vorhin noch gesagt, dass man, wenn man die Selektoren, sage ich mal, ungeschützt sehen würde, es auch aus seiner Sicht zu keiner anderen Bewertung kommen würde.